Sonnenstrahlen, blauer Himmel, rauschende Blätter. Auch der Herbst hat seine schönen Seiten. Anstatt auf dem Sofa zu liegen, sollte man lieber nach draußen gehen. Wir sind heute nicht zu Fuß unterwegs, sondern mit dem Mountainbike. Tanja Lampel, Ossi und Gerti Schneider haben sich auf ihre Mountainbikes geschwungen und zeigen uns eine der schönsten Seitenwald Münchens und des bayerisch-böhmischen Grenzlandes. Um die Mountainbike-Region noch bekannter zu machen, hat das Touristbüro und die Gemeinde Waldmünchen viel unternommen. Vom Ausleihen und Aufbewahren der Mountainbikes bis hin zu Lunchpaketen und Gepäcktransfer ist für die Fahrer alles dabei. Die Lieblingstour von Ossi Schneider, Guide des Touristbüros, ist Donnerstag, das ist die geführte Tour vom Tourismusbüro aus. Da fahren wir um 10 Uhr weg vom Marktplatz und bieten jeweils zwei Touren wöchentlich an. Einmal eine leichtere Tour und dann eine schwierigere Tour. Und je nachdem, was gewünscht wird, das wird durchgeführt. Es ist für uns eigentlich was ganz Besonderes, gerade weil im letzten Jahr eigentlich die 15 neuen Touren eröffnet worden sind. Und ja, man sieht schon die unberührte Natur. Die Strecken, die sind eigentlich optimal für Mountainbiker. Und daher ist es für uns natürlich wichtig als Tourismusregion. Und das möchte man natürlich stark bewerben. Also ich bin ja jetzt nicht mehr die Allerjüngste, aber das Schöne dran in unserer Gegend ist es hier, dass es nicht zu steil ist, aber trotzdem eine sportliche Herausforderung. Die Touren bieten also Abwechslung, Natur und, wenn man so möchte, Herausforderung für die ganze Familie und auch Actionliebhaber. Für die gibt es besondere Abenteuer und Streckenhighlights. Übrigens verraten die Namen der insgesamt 15 Touren schon jede Menge historische Infos, wie zum Beispiel die Schmugglertour oder die Schlachtfeldtour. Nun heißt es, in die Pedale treten, um Ostbayerns schönste Seiten zu entdecken und um einen Blick über die Grenze zu wagen. Die Mountainbike-Region Waldmünchen, eine der schönsten Seiten Ostbayerns zum Auspowern und Ausspannen.